1. Reis in 600 ml kochendem leicht gesalzenem Wasser zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 30 Minuten, garen, Klammer auf, bis die Schale leicht aufgeplatzt und das helle Korn zu sehen ist, Klammer zu. Feigen 15 Minuten in 50 ml lauwarmem Wasser einweichen, herausnehmen, in dünne Scheiben schneiden. Pfeffer im Mörser fein zermahlen. Herbsen antauen lassen. Zweitens, für die Salatsauce Limette Reis abspülen, trocken tupfen, Schale fein abreiben, Saft auspressen. Limettensaft, Schale und 1 Teelöffel Dessert verrühren, 80 ml Orangensaft und 5 Exaliter Öl unterrühren, pfeffern. Romanesco putzen, Blätter und Stiele entfernen. Romanesco in Röhrchen schneiden, in kochendem Salzwasser 5 bis 6 Minuten bis fest, garen. Nach 5 Minuten Garzeit Herbsen zugeben. Romanesco und Herbsen im Sieb abschrecken, abtropfen lassen. Drittens, Möhren putzen, schälen und längs halbieren. 1 Hexaliter Öl im breiten flachen Topf erhitzen. Möhren zugeben, bei mittlerer Hitze 1 Minute andünsten, mit Salz würzen. 100 ml Orangensaft zugeben, zugedeckt bei schwacher Hitze 8 Minuten garen. Kohlrabi putzen, schälen, kleine Blätter in kaltem Wasser beiseite stellen. Kohlrabi achteln. Restliches Öl in einer Sauthöse erhitzen, Kohlrabi darin bei starker Hitze in 2 bis 3 Minuten kräftig braun anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Restlichen Orangensaft zugeben, bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten leicht knackig garen, dabei mehrmals wenden. Viertens, Reis, Feigen und Gemüse in einer Schüssel mit etwas Salatsauce mischen und mit 1,5 Teelöffel Dessert würzen. Kerbelblätter von den Stielen abzupfen. Salat mit Kohlrabi und Kerbelblättchen auf eine Platte anrichten und mit wenig Pfeffer bestreut servieren. Restliche Soße separat dazu servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde pro Portion 8 Gramm E 17 Gramm F 50 Gramm Ka gleich 414 Kilokalorien, Klammer auf 1735 Kilojoule, Klammer zu. Zutateninfo: Timut Pfeffer stammt aus Nepal, seine kleinen, dunklen Beeren aromatisieren süße und herzhafte, Klammer auf, zum Beispiel asiatische, Klammer zu, Speisen mit leicht betäubender Würze, ähnlich dem Szechuan-Pfeffer. Wegen seiner frischen Zitrusnote wird er auch Grapefruit-Pfeffer genannt.